Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Crusader Kings 2. Wir spielen weiter als der Khagan von Uigur. Ein bisschen geguckt, die Uiguren im heutigen China gibt es die noch. Und es gibt auch ein paar Sprachlernvideos auf YouTube, wenn man das möchte. So, ich habe ein bisschen die Regeln nachgelesen. Das ist, ja, man muss ein bisschen umdenken, wenn man die feudalen Systeme gewohnt ist. Und vor allem muss man hier die anderen Clans unter Kontrolle halten, aufpassen, dass sie nicht zu stark werden. Und es gefällt mir nicht, wie viel Manpower hier der mein Spionagemeister hat. Frage mich, ob wir aber vielleicht mit einer Hochzeit ihn ein bisschen besser an uns binden können, aber bisher hat er nur Söhne, genau wie ich. Gut, wichtig sind hier vor allem Söhne und Brüder. Andere können nicht von einem erben. Und ja, gut, hier widerlegt das gerade. Mein Onkel ist ja mein aktueller Erbe. Gut, naja. Also auf jeden Fall vorhat in diesem Teil. Ich will meine Armee mal hier in Stellung bringen, dass ich auch mal plündern gehen kann. Und hier ist auch noch ein Gebirge im Weg. Da sollten wir uns rumbewegen. Deswegen mit Söhnen und Brüdern, viele Söhne haben, ist auf jeden Fall wichtig. Noch wichtiger vielleicht als in anderen Systemen. Ja, ich wollte das in Tibet vielleicht mal plündern gehen. Achso, auch interessant ist, seine Hauptstadt kann man häufiger umziehen, weil man ja nomadisch ist. Und dieses ganze Zeug, was man hier baut, das wird dabei mitgenommen. Und ich denke, das sollte ich auch machen, dass ich mich mal weiter Richtung Westen bewege, damit wir über Plünderziele haben. Und ich vielleicht auch mal so Richtung Europa langsam mich bewegen kann oder in die arabische Welt. Deswegen, gleich ist mir eine Hunting Party fertig, dann gucke ich mal, wann ich da umziehen kann. Ach hey, die anderen gehören anderen Clans. Ist einer meiner Tributpflichtigen gegen den Khan von Tobol. Okay, das können wir machen. Also akzeptiere ich. Make Capital. Oh, es geht nur um Frieden. Ja, super gemacht. Ruler Present, das ist neu. Hier ein kleines Symbol, dass man weiß, dass man der eigene Charakter mit bei der Armee dabei ist. So, das ist die Horde von Tobol. Jetzt auch deutlich angezeigt, am 25. November kommst du da dann zum Kampf. Und guck mal, hier können wir inzwischen auch wieder verstärken.
Das würde ich vom Prestige gerade bezahlen wollen. So. Ja, die spawnen aber hier auch in der Hauptstadt. Das ist halt. Ah. Mein Commander Üge hat sich bedeutend verbessert. Heavy Infantry Leader. Ja, toll, wir reiten nur. Ah, meine Konkubine Akgul ist schwanger. Ich muss gestehen, die ganzen Namen habe ich noch nicht drauf. Bögü bin ich, das, wie mir das wenigstens merken könnte. Oh, wir haben einen Gefangenen. Siturai. Kumanische Kultur. Okay, der ist aber keine besondere Familienbeziehung, immerhin ein Adliger. Was können wir denn mit dem alles machen, Schönes? Oh, wir könnten ihn rekrutieren. Wenn guter Steward, aber da habe ich einen besseren. Das kannte ich noch nicht. Das mit den. Gibt es doch ein paar extra Möglichkeiten. Den Rest kennt man auch aus, aus den anderen Kulturen. Nö, sonst. Sonst nichts Besonderes. Dann können wir hier. Hier ist immer noch Weihnachtszeit. Der Text ist echt lustig von dem Weihnachtslied. Falls ihr das mal guckt. Das ist so eins. Wir plündern die Küsten von England. Lalalala. Und mein Sohn ist volljährig. Nee. Wieso interessiert mich das? Kutluk Edis? Von dem weiß ich nichts. Zornig, gefräßig, zynisch. Tougher Soldier, ah, immerhin, Militär 14, das ist, gut, dann darf er mit als Soldat dienen. Ups. Ein Kinsman. Okay, von meinem. Aus der Linie meines Onkels wohl. Der soll mal Pflichterfüllung lernen. Und nicht Konkurrenz machen nachher. Okay, mal gucken. Ah, hier, Grace steigt hier langsam wieder. Mit den Chinesen. Ich hatte ja letztes Mal, ich liefere ihnen immer Pferde, für, um Grace hier zu kriegen. Dann gab es dieses dumme Ereignis, dass ich einen Flüchtling vom chinesischen Hof aufgenommen habe, um ihn zu verraten, er aber entkommen ist. Das fanden die etwas nervig. Und mein Onkel hat eine Tochter gekriegt. Hm, auch Pflicht. Ja, sah. Gott, wie lange so eine Belagerung von so einem kleinen Dörfchen dauern kann. Ja, ist auch eine Nomadenzeltstadt. Und vorbei. Okay. Ich hoffe, das ist kein Fehler, dass ich meinen Tributpflicht, meinen Untergebenen damit stärke. So, jetzt können wir mal gucken, ob ich meine Hauptstadt umziehen kann. Das gehört erst hier dem Akun-Clan. Oh, ich habe da echt nicht viel. Ich könnte ein Stück weiter nach Westen ziehen. Ah, wäre ein bisschen besser. Es hat hier eine, hat mehr Landfläche. Okay, neue Hauptstadt ist hier.
Der Khagan von Kirgis möchte schon wieder was. Yukran möchte Tura erobern. Ich höre jetzt mal auf, meinen Tributpflichtigen da mal zu helfen. Das ist ja... Sonst werden die zu mächtig. Achso, Khan Üge verbessert die Beziehung. Das ist erst einmal mein Kanzler, also mein Astabat. Astabat, ja. Das ist also durchaus meine Beziehung, die sich verbessert. Ah, ich habe eine Tochter. Ah, jetzt muss ich mal ein bisschen Etikette lernen. Das heißt wahrscheinlich irgendwie reiten. The Wolf Child, das Wolfskind. Bönig has been lost in the wilds all day. He disappeared this morning and hasn't been seen since. You sent people out looking, but he was nowhere to be found. Mein Sohn Bönig war den ganzen Tag in der Wildnis verschwunden. Am Morgen ist er verschwunden, wurde nicht gesehen. Ich habe Leute ausgeschickt, zu suchen, aber er wurde nicht gefunden. Just as you're getting more and more worried, a happy cry is heard from outside. You look out and see Bönig skipping towards you with an almost euphoric smile on his face. Also, gerade als wir besorgt werden, hören wir einen fröhlichen Schrei von draußen. Wir sehen Bönig, der auf mich zugerannt kommt mit einem euphorischen Lächeln auf dem Gesicht. Er schreit, Vater, ich bin so weit weggelaufen. Und dann habe ich einen netten Wolf getroffen und er war sehr freundlich. Und dann half sie mir, nach Hause zu kommen, also eine Wölfin. Es war wundervoll. What a strange tale. Ich kriege ein bisschen mehr Respekt vor ihm. Should probably start keeping him locked up. Wenn ich ihn einsperre, dann bin ich besorgt. Nee, das finden wir toll. Und hier dann die Gesundheit plus 2 ist ein Wolfskind. Na, das ist interessant. So, mein ältester Sohn, der mal mein Erbe wird. Das könnte doch ganz spannend werden, wenn wir als der weiterspielen. Aha. Besorgniserregende Berichte haben uns erreicht. Bezüglich Eran Sparbot Menglik. Ach Gott, mein Marschall benutzt seine Soldaten, um Geld auszupressen. Ach so. Der Marschall ist also ein Eran Sparbot. Ist forfeited office. Dann kriegen wir Revoltenrisiko. Wir kriegen auf jeden Fall Revoltenrisiko, egal ob wir ihn rausschmeißen oder nicht. Na, wir gucken mal weg, weil er ist mit 20 Punkten hier ziemlich gut. I will deal with this later, ich kümmere mich später darum. Ja, den mag ich gerade nicht feuern. So, die sollen sich mal in Ursa treffen, dann können wir... Ach. Es ist aber alles gut durch Gebirge hier abgetrennt. Gibt's da Gold? Da gibt's ordentlich was zu holen. Ah, Kutluk ist besser geworden. 14 jetzt erreicht. Okay. Wird ein Organisator. Ne, jetzt hat er 16. Okay, das war noch nicht abgedatet. Oh, meine Frau Dilek ist schwanger. So, ich schalte mal Plündermod an. Und dann gucken wir mal, dass wir hier im kleinen Reich von Schule die Region Fergana plündern. Hier sieht man, es gibt 36,4 Gold und versteckt hinter Befestigung ist davon na, circa die Hälfte. Ach, die Seidenstraße führt da durch. Da kommt das. Ich weiß nicht, ob China das so toll findet, wenn wir an der Seidenstraße plündern. Ja, hier sehen wir, die Seidenstraße führt da durch. Es gibt auch einen Handelsposten hier. Der wird Schalengleng auf von Schule. Das ist er hier. Ich glaube, auf den müssen wir keine Rücksicht nehmen. Buddhist. Iranische Kultur. Das ist also ein Saka ist eine iranische Kultur. Okay. Ah.
die Reisezeiten. Ich kann, glaube ich, das Spiel schneller stellen. Es ist generell dauern hier alle Bewegungen auf der Karte sehr lange. Ah, Khan Üge hat sich verbessert. Der war aber schlecht vor mit 7. Was kriegt er jetzt? Jetzt hat er ja, immerhin eine 10, respektabel, und ist Flanker. Besten auf der Flanke der Armee. Das ist gut, da haben wir ihn auch. Oh oh, meine Tochter Ayasun ist krank. Hat Durchfall. Ja, kann ich inzwischen eigentlich mal einen Arzt mir beschaffen? Weil sowas haben wir nicht. Oh, wir können ein BEMA-Festival halten. Okay. Das ist auch immer lustig. Die diversen Feste. Na gut, wir machen zum Hofarzt jetzt halt einen mit hoher Bildung. Halt mein APEC, mein Didaskalos. Also mein religiöser Vertreter. So, hier plündern wir jetzt. Da kommt eine Armee, um uns zu stoppen. Sehr gut, das sind's. Ne, die hauen ab sogar. Oh, jetzt habe ich schnell geplündert. Das kostet aber immer Leute. Wollen ja eigentlich das Geld haben. Noch eine Tochter. Ist halt die Frage, ob ich dafür Allianzen heiraten kann. Chilen, oder ich muss mal die Aussprache davon lernen. Ja, ich guck nochmal, ob wir hier vielleicht eine Hochzeit arrangieren können. Also ein Verlöbnis. So, er hat eine Tochter. Hatte ich das nicht richtig gesehen? Kann sie mit meinem. Ich glaube, es ist mein Zweitgeborener. Ja. Gut. Da ist auch hier, holen wir Gold, Gold, Gold. Was? Hat das halt nur Gold gebracht, das zu plündern? Oh, mein Onkel hat noch einen Sohn bekommen, also ein Cousin. Kutluk Yaglakar. Yaglakar, wie es den Dynastienamen, sollte ich mir als erstes merken. Ach, der soll ruhig ein bisschen zu kämpfen haben. Der sieht tough aus. Ah, deine Horde schwärmt in die Befestigung von Osh, als die Wände zusammenbrechen und fallen. Sie wollen plündern, werden das aber nicht weiterführen, bevor ich der Kagan ihnen ihre die Erlaubnis gebe. Okay, bringt die Beute zu mir und wir werden sie zwischen uns aufteilen. Ich krieg 10 Gold, 5 zufällige Tech-Punkte. Die Moschee-Wände von Osh werden zerstört. Wer wird sauer? Ja, der Herr Lengleng. Anything you see is yours for the taking. Wir können ihn noch erlauben, frei zu plündern. Für 50 Prestige. Ne, ich will auch ein bisschen. Ich will die Tech-Punkte vor allem haben. So. Gibt's da noch was zu holen? Ja, ein bisschen. Die Stadt von Marginan. Ah, sehr schön. Hier, Country Loot. Oh, da sind diverse Leute in meinem Hof angekommen. Wir haben eine Gefangene gemacht. Niedrig geboren. Immerhin lüstern. 27 schon.
Ach so, das ist die Frau von dem. Oh, dem Priester von Osh. Wir haben seine Frau. Man würde sogar 10 Gold Lösegeld geben. Darauf läuft es dann hinaus. Plündern wir gleich weiter, seine Hauptstadt Kashgar. Zwei. Kommt sogar noch was nach. Okay. Ah, mein Kommandant Tolusu, mein Cousin, hat sich verbessert. Aggressiver Anführer ist er geworden. Während des abendlichen Konzil, ne Council ist ja, sagen wir mal Rat. Während des abendlichen Ratstreffens erzählt uns der Didaskalos Alpak von einem Gerücht, das er gehört hat. Die Bauern sprechen von einem Artefakt, nicht weit von hier versteckt. Die Details sind unsicher, aber vielleicht wäre das wert zu untersuchen. Okay, das ist jetzt ein seltenes Artefakt suchen. Ist aber ganz gut, das dauert immer ziemlich lang und ich bin erst 31. Und er hier ist auch erst 35, der dann suchen soll. Das ist auf jeden Fall gut. Dann sucht er danach. Gibt eine gute Chance, dass er auch fertig wird. Ich habe das Ereignis halt schon oft gehabt und dann. Ja, ist halt nichts draus geworden. Aber hier geht's schneller. Er hat schon viele Wochen über altertümliche Tomes, also, wer sind die Buchbände? Und Schriftrollen verbracht, ob so noch mehr Informationen. Er meint, er ist auf dem richtigen Pfad, aber der Fortschritt ist langsam. Er will, dass die besten Gelehrten in Ulgor ihm helfen in seinen Bemühungen. Okay, wenn wir ihm geben, dann geht unsere Technologieverbreitungsrate runter, aber unsere Technologie ist überall so mies, das merken wir, glaube ich, nicht. Und wenn wir das nicht geben, braucht er, hat er halt Schwierigkeiten. Okay, wir machen's. Oh, mein Cousin hat einen Sohn bekommen, Alp Kutluk Yaglakar. Brauche ich eigentlich mehr Kämpfer? Vielleicht auch mal einen Steward. Falls er Talent hat, das sehen wir ja noch nicht. So, die Belagerung ist gleich fertig. Ist Plünderer in meinem Land. Vom Zetsu-Clan. Aus Sokal. Ich glaube, um die muss ich mich mal kümmern hier. Oh, wir haben den Handelsposten in Schule zerstört. Hier wäre auch noch Seidenstraße. Aber allmählich sammelt er auch Truppen. Oh. Ich habe Abendessen und viele Drinks zusammen mit Bilge Ugulo, meinem Berater. Es ist nett, aber ich bin vor allem betört von Bilge selbst. Oh, das geht jetzt um Häresie. Warum sonst sollte ich nicht sofort unser Gespräch stoppen, bei dem es geht um einige heretische Ideen geht, wo wir die Lösung durch Zurwand selber in Frage stellen. Wenn wir keine Fragen stellen, warum macht Zorwan uns dann neugierig? Wie Schutnutz, wir sollten davon nicht reden, Bilge. Ist das etwa ein Teufelsanbeter? Führen das Gespräch mal weiter. Ja, das ist das Teufelsanbeter, die wollen mich rekrutieren. Ich könnte den Anführer des anderen Clans natürlich dann leichter loswerden. Gut, also, wir gehen noch spazieren in den Palisaden des Palastes, hat einige Konzepte und dass Gebete vergeblich sind auf einmal, das spricht mich an und wendet sich mir zu und gibt mir einen kleinen Lederbeutel. Mein Lord, möchtet ihr das mit euch tragen für einen Schutz? Okay, ich nehme es versteckt an.
So weiter. Ja, oh, er zeigt uns einen Namen in Form eines Pentagramms. Also, Zorwan hat Adam im Garten Eden angelogen. Lehne den Tyrannen ab und lass die Demiurge guide your steps. The Demiurge. Okay. Ich gehe mal drauf ein. Es ist einige Zeit her, dass Bilge Kontakt mit mir hatte, aufgenommen hat. Ich habe über seine Worte nachgedacht. Zorwan hat Adam angelogen, als er ihm sagte, dass er sterben würde, wenn er von der verbotenen Frucht isst. Der Didaskalos im Tempel lügt. Gut, ich warte auf weitere Instruktionen. Es geht ziemlich schnell. Ich habe das Tempo auf 4. Ich finde einige kryptische Schriften in Blut geschrieben an meiner Schlafzimmertür diesen Morgen. Die Wachen haben niemanden gesehen. Ich wage es nicht, mein Didaskalos zu fragen, dass er sie entziffert, aber ich verstehe das Pentagramm. The Mark of the Demiurge. Of course, the bargain must strike. Ich schnitze mir auch sowas in den Arm. My mortal soul, what if I'm wrong? Okay. Ich kann es noch abbrechen. Blöd ist natürlich hier mit dem kaputten Arm. Ah, ich mach das. Verbunden. Bandaged Arm. Ach, ich verliere auch Steuereinnahmen, weil ich nach diesem Artefakt suche. So, ich soll auf den Messenger warten. Ein Priest Hectorius, sagt man. Ein Christ. Bilderstürmer. Ach, und das ist die, eine Armenierin, ne? Gadar. Sie ist die Botschafterin. How committed am I? Fühlt mich in Schlafzimmer, überall Kerzen. Fürchte nicht, Bruder. Macht und Vergnügen, das sind die Geschenke Satans. Ja, und also ich verheiratet bin, mein Gott, ich hab auch Konkubinen, also. Als ich aufwache, sind die Cloaked Figures. Na, die vermummten Gestalten Gon und Garda liegt neben mir, ein Lächeln in ihrem Mundwinkel. Willkommen bei Luzifers eigenen Kagan Tengri Bögo, sagt sie. Ich halte sie nah, ich frage mich, wie ich das in diesem Moment zurückblicken werde. Also entweder bin ich ganz begeistert. Ach, guck mal, sie ist auch verwitwet. Sie hatte Fahrer mit einem dem Herzog von Kartli, war sie. Es war ein notwendiges Übel. Zynisch, mutig, ehrlich. Oh. Na, die behalte ich mal als Liebhaberin. Ich glaube, die Plünderer hier sind inzwischen sogar schon vertrieben. Ja, gut. Ich bewege mich mal in mein Gebiet zurück. Ah, und das Artefakt wird noch gesucht. Die Suche geht langsam voran. Einige vielversprechende Spuren. Dafür muss er in ferne Länder reisen. Braucht ein paar Soldaten, die ihn begleiten. Ja gut, minus 25% stehen mir dann zur Verfügung. Erinnert mich, dass ich Rise of the Tomb Raider neulich gespielt habe. Das sind auch weit gereist. Oh, meine Frau ist wieder schwanger. Oh, das hatte ich vergessen. Mein Schwager ist ein Söldneranführer, aber mit 0 Männern gerade. Köln-Hosa, nicht mein Ho. Ach Gott, das ist ein schlechter Intrigant geworden.
Können wir den auch noch plündern? Da ist nur nicht viel zu holen, ne? Aber es ist Tribal, wir können Dorf niederbrennen. Ich habe noch eine Tochter bekommen, Sati. Die können ein bisschen mehr sich um Glauben kümmern. Ups. Education Focus. Oh, das habe ich schon länger verpasst, weil ein Wolfsjunge und soll dann Kämpfer werden. Slothful, das müssen wir ihm noch austreiben. Ah ja, die Frage ist, wollen wir hier noch einen Titel gründen? Geht eh nicht. Was kann Üge? Ist das auch einer von uns? Jetzt muss ich doch mal reinschauen hier in die Gesellschaft. Genau, das ist. Achso, wer es noch nicht kennt, ja die Gesellschaft hier. Können wir mal in die Mitgliederliste gucken. Was? Die kann man einfach verlassen. Ach, ein Söldneranführer ist der. Captain von Bonjaks Uigur-Bande ist der Anführer. War super, mein Kanzler ist der Chefe. Da ist der schwächere Clan. Also wenn wir was machen, dann mit ihm. Also machen wir bei einer Orgie mit. Ja, ist ja noch harmlos. Na gut, ich kann mich an nichts erinnern. Ich erinnere mich an noch viel Rauch. Eine alte Hexe, die lacht. Junge Frau mit einem langen Schwanz, die alles mitkümmern konnte. Und da war ein lauter Zwerg, der mich und so in interessante Position dirigiert hat. Ich habe nie realisiert, dass ich Männer auf diese Weise mochte. So, du Misten. Okay, aber wir kriegen 25% Fruchtbarkeit, 6 HP plus 10 und 100 Dark Power. So, jetzt gibt es eine kleine Mission. Wir sollen einen mächtigen Herrscher entführen. Dann probiere ich doch mal hier. Absorb Clan. Wenn zu viele hat. Split Clan. Achso, ich kann noch runter scrollen. Plot to kill. Der hat auch von einem Artefakt gehört. Ach, ich könnte ein Blut aus mit ihm schwören. Entführen geht eh nicht. Forme Blatt aus. Achso, akzeptiert er nicht. Aha, den Clan aufsplitten. Okay, das finden die nicht toll, aber ich behalte es im Hinterkopf. Können wir da einen der Tribut starten, da den entführen. Hier zum Beispiel die Ecke. Kagan Burkhan von Ütüken. Ziemlich schlappen Erben.
Nö. Ach so, andere Religionsgruppe. Was waren wir noch mal hier? Zoroastrisch. Oh, Revolte in Tibet. Jetzt muss ich nochmal nachgucken, was man brauchte zum Entführen. Attempt to abduct. Oh, Duke oder niedriger nur. Also irgendein Landed Ruler reicht. Ach so, apropos, ja, die reicht ja nicht. Nur für 10 Gold. Satanist brauchen wir auch häufiger mal. Satanist brauchen wir häufiger auch mal Gefangene. Ja, dann müssen wir uns irgendwie einen kleinen Herrscher suchen. Der ist ein Khan. Alles Khans hier. Ups, das Knifflige. Hier ist ein Häuptling. Zu weit weg. Oh, APEC ist zurückgekommen mit einer kleinen Box, mit einem Ableger von einem kleinen Busch. Er ist überzeugt, dass das vom göttlichen Haoma-Busch selber kommt. So komisch wie es aussieht, kann es nicht anders sein. So, jetzt eine Belohnung. Favor. Wir können gute Freunde werden. Gucken wir uns das Ding mal an. Zur Schatzkammer. Ein Haoma Sapling. Sapling of the Divine Haoma Bush. Fragrant Golden Green Bush that is said to grow in mountains. This can be consumed to aid healing, physical strength, alertness and awareness and the craving of the flesh. Jo, es gibt halt Prestige und weil. Oh, noch mehr Fruchtbarkeit. Plus 10%. Ja. Wir müssen eine entsprechende Religion aber auch haben, die an diesen Busch glaubt, aber an dieses Gebüsch bringt mir ein Gebüsch. Okay, noch mehr Fruchtbarkeit, ein bisschen Gesundheit auch. Gut. Hier ist ein Graf, da können wir auch nicht entführen. Mist. Oh, Son of the Wolf, Sohn des Wolfes. For some time now you have heard people at court gossiping about your son Bönek. Their conversations that stop as you enter the room. Words spoken in hushed voices behind your back. Furtive glances as you walk by. Okay, die Leute tuscheln alle über meinen Sohn. Gespräche stoppen, wenn ich den Raum betrete. Ich höre gedämpfte Stimmen hinter meinem Rücken. With time you've managed to deduce certain things. Bönek seems to generally be the subject of either curiosity, fear, envy or combination of any of the three. Also sind entweder neugierig oder fürchten ihn oder sind eifersüchtig oder alle drei. The word that you most often hear repeated as you eavesdrop on the gossip is Wolf. Indeed, just the other day you heard someone speak a rumor that you've heard several times before that his real mother was a wolf. Oh, es gibt also das Gerücht, dass seine wahre Mutter ein Wolf wäre. Ich finde das gut, kann ich sagen. Oder ich muss das stoppen, dann kriege ich Prestige. Na, ich finde das gut. Wir gehen voll auf diese Wolf-Geschichte. So, können wir da plündern.
In Narim. Narim. Dumme Idee, das Supply Limit hier ist. Oh, echt niedrig. Da erfriert gerade meine halbe Armee. Konkubine ist schwanger. Es ist mitten im Juni. Ja, jetzt ist das Limit auch ein bisschen hochgegangen. Na, jetzt mache ich es noch fertig. Jetzt habe ich schon. Das Villa. Das Kalokit-Kaganat. Wen möchte angreifen? Kyzylkurn. Ein Heiligenkrieg. Ja, mach's alleine. Oh. Mein Spionage, was jetzt hat er sich noch einen Herzogtitel gemacht. Ah, bloß raus da. Das ist dieser Pagan-Bonus, dass wir in deren fremde Religionsmacht da, in deren Land. Ordentlich ab Attrition, also Verschleiß kriegen. Aber ich glaube nicht, dass ich der Vater bin. Und ist mir egal, ob ich es wirklich bin. Wenn man Vasallen kann ich ermutigen, Factions beizutreten, sagt er. Gut, dann wird wenigstens der andere Clan nicht beitreten. Okay, Zeit für Feierabend. Mit dem Ruf hier. Also den Clan muss ich aufsplitten. Da wird er natürlich sauer werden. Aber er mag mich ja. Es könnte schief gehen. Könnte man Söldner noch anheuern, falls nötig. Es gibt einen Heiligen Orden, die Armee des Lichts. Jede Menge Söldner. Ja, da könnte man noch eine kleine Söldnerarmee dazu holen, notfalls. Gut, wir haben jetzt sechs Kinder. Drei Söhne, drei Töchter, okay. Gucken ein bisschen auf die. Oh, da ist ein Teil rausgebrochen aus dem Tibetanischen Reich schon. Das ist ein kleines König, ein Petty Kingdom von Zhang Jun. Und hier keine Überraschung. Oh, ich glaube, das Frankreich ist dabei, Sachsen zu erobern. Der Oberhäuptling Siegbert. Ja, der will ganz Sachsen einnehmen. Immerhin. Die Lombardei hat er nicht. Ansonsten, Bützens geht's gut. Ja, ist noch nicht so viel. Also, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß noch. Ciao.